Das Einzige, was ich bedauere in meinem Leben, ist, dass ich nie Comics gezeichnet habe. Das sagt ein Picasso. Und dann denkst du jetzt nach, genau das ist es. Seine Verformungen und Verzerrungen, die er da so unterbringt in seinen Zeichnungen, genau das machen die Comiczeichner. Genau diese Deformationen, aus denen dann wieder eine neue Form entsteht, genau das macht eigentlich die Comiczeichner. Und darum habe ich mich viele Jahre mit Comics beschäftigt oder mir Anregungen geholt aus diesem Metier, aus den Trickfilmen. Denn wenn eine Figur irgendwo runterfällt, brutal, wie es dann ist, und dann zerspragelt es die in 1000 Stücke und dann setzt es sich wieder zusammen, aber die Nase ist vielleicht hier. Ja, da frage ich mich, wer hat von wem abgeschaut? Ja? Haben die bei Picasso gelernt, dass man das so machen kann, dass die Nase hier ist? Oder hat er einfach gemerkt, das kann man jetzt machen und jetzt mache ich es? Also drum, also der Einfluss der Trickfilme und des Films, aber vor allen Dingen der Trickfilme auf die Malerei, das ist noch gar nicht richtig untersucht, da kommt noch was. Drum zum Beispiel so eine Idee im Zusammenhang mit meinem Modelabel Vaticano, dass ich da diesen Kardinal jetzt auf einen Flugzeugflügel stelle. Es kann nicht anders sein, als dass ich von der Werbung her solche verrückten Sachen mal gesehen habe oder dass das einfach in der Luft liegt. Wenn du irgendetwas spektakulär darstellen willst, dann nimmst ein Model und stellst es irgendwie auf eine Tragfläche oder lässt es übers Wasser gehen oder irgendwie so. Ja? Und tatsächlich hat es auch dann plötzlich, du machst es und dann denkst du, klar, die reisen alle wie verrückt durch die Welt, überall tauchen sie auf, überhaupt wenn es der Heilige Vater ist. Und so ist es eigentlich. Ja? Er selber repräsentiert noch eine Geschichte, die 1000 Jahre alt ist. Und in Wirklichkeit düstet er durch die Welt herum, wie jeder andere Mensch auch, und schaut, dass er überall gesehen wird und so weiter. Bei dieser Geschichte da mit der Europa und dem Stier, das habe ich jetzt schon 2030, ist ja ewig her, wo ich das gemalt habe. Und tatsächlich entspricht es jetzt unserem Gefühl für Europa, dass da oben jetzt eine sitzt, ein Mädel, und im Grunde genommen etwas enttäuscht ist und etwas verzagt ist. Und er weiß eigentlich auch nicht, was er da angestellt hat mit der Gründung von Europa. Und dann kommt jetzt immer mehr, stimmt dieses Bild. Und das ist sowieso eine Überzeugung von mir, dass wir nicht wissend, wie wir überhaupt leben sollen, wozu das Ganze überhaupt einen Sinn hat, was das alles überhaupt für einen Sinn hat, dass wir vom lieben Gott drei Dinge geschenkt bekommen haben, um das Leben zu ertragen und auszuhalten. Das ist die Religion, das ist naheliegend, ja. Das ist die Kunst, mit der wir uns sozusagen über Wasser halten oder das Leben erträglich machen. Und das Dritte ist der Humor. Der Humor ist ganz bestimmt angelegt in uns, sonst wäre es nicht zu ertragen. Und es kommt bei mir nicht absichtlich, das kommt von Haus aus durch. Also, dass du fast alles mit einer gewissen Ironie anschauen musst und siehst, weil es liegt einfach in der Absurdität unserer Existenz drin. Und dann habe ich den Versuch gemacht, daher meine Beziehung zum Theatralischen und zur Aktion, habe ich mich selber als Priester verkleidet, ja, habe ich mich selber angezogen, also mit meinem Gewand und so weiter und so fort. Und plötzlich, wenn du da durch die Stadt gehst, das glaubst du nicht, wie die Leute schauen,
wie die Leute schauen und stehen bleiben und dankbar sind. Für mich ist wichtig bei Projekten, dass sie funktionieren, dass sie mit der Gesellschaft wirklich zusammenkrachen und die Gesellschaft und die Leute müssen sich entscheiden, geht es jetzt, funktioniert es jetzt oder funktioniert es nicht oder funktioniert es nur in diesem Kunstraum, in dieser Blase Kunst. Innerhalb dessen oder dieser Blase ist ja alles Mögliche denkbar, nicht? Aber das ist für mich dann nicht interessant. Dann mache ich Folgendes, ich mische immer Ölfarben und Acrylfarben. Weil beide haben eine Ausstrahlung, einen Charakter. Und nur in Öl, wie ich früher auch gemacht habe, das wird mir manchmal zu speckig, die Oberfläche, speckig. Ja? Und umgekehrt, wenn ich nur mit Acrylfarben arbeite, dann wird es mir oft einmal zu stumpf, zu trocken. Und die Kombination, habe ich für mich herausgefunden, ist mir sehr angenehm, ist mir sehr recht. Ich habe ein Orchester gegründet und dieses Orchester heißt Orchester für direkte Demokratie. Und es besteht aus 40 Megafonen. Okay? Und die Leute arbeiten dann im Chor und beim Gehen unter dem Motto Rent a Demo war das. Okay? Und der geistige Vater dahinter, der ist unser verehrter John Cage, der den Slogan ausgegeben hat, der sehr, sehr gefährlich ist für Künstler, sehr, sehr gefährlich, aber er ist unglaublich inspirierend, der gesagt hat, I have nothing to say and I'm saying it. Okay? Und unter diesem Ding kannst du natürlich sehr viel machen. Nicht? Und wenn man dumm ist und einem nichts einfällt, dann bleibt es auch so banal. Nicht? Aber in Wirklichkeit ist es so. Welcher Künstler kommt auf die Welt und denkt sich, ich habe der Welt was zu sagen? Keiner kann das von sich sagen, sondern jeder macht es, weil es ihm einfach Spaß macht, weil es ihn freut. Ja? Und wenn dann noch was herauskommt, was der Welt etwas sagt, umso besser. Aber in Wirklichkeit ist es richtig, was er sagt, der John Cage. Er ist Künstler, er weiß jetzt auch nicht, was er der Welt groß zu sagen hat, aber jetzt sagt er mal was. Nicht? Und das ist im Grunde genommen der Künstler. Nicht der, der von irgendwer einen Auftrag hat, vom lieben Gott oder von irgendeinem König. Sag uns was. Wer wartet auf das? Nicht? Nein. Und da fällt da schon ein Bild ein. Okay? So, herrlich.